Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und heute wieder für euch in Dragonflight unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Rätselguide präsentieren. Heute geht es um Tag 12 vom Rätsel um die Geheimnisse von Azeroth und dazu wollen wir gleich mal reinschauen, was wir machen müssen für die Rätsel. Kleine Randinformation, das Ganze ist jetzt hier der zweite Upload dazu. Ich hatte wie viele andere auch, unter anderem bei mir auch gestern Abend noch im Stream, ein paar Probleme, denn das ganze Event buggt ein wenig. Dementsprechend war das erste Video nicht ganz vollständig, hatte den Hintergrund, bei mir hat das komplett gebuggt und ich habe halt das Rätsel schon viel früher abschließen können, als es eigentlich von Blizzard intended ist. Bei manchen anderen hat es nicht gebuggt und die haben natürlich dann noch weitere Steps gebraucht, die ich aber leider nicht abschließen konnte, da es bei mir vorher schon abgeschlossen ist. Ist ein bisschen blöd gelaufen, einige waren dann auch verärgert, es tut mir leid für euch, aber manche Leute waren auch ein bisschen ausfallend und ich kann nichts dafür, wenn es bei mir buggt und wie gesagt, war es nicht das einzige, dass es bei mir gebuggt hat, sondern bei vielen Leuten, also habt da ein bisschen Nachsicht. Im Video hatte ich ja auch schon angekündigt, sobald da mehrere Erkenntnisse zu vorliegen, reiche ich das quasi nach und das machen wir in dem Sinne auch und gucken, dass wir jetzt das vollständige Rätsel haben, auch wenn ich euch das jetzt nicht mehr anklicken kann, das Zeug, weil wie gesagt, bei mir ist es schon abgeschlossen, aber ich zeige euch zumindest die einzelnen Spots. Und falls ihr das ganze Rätsel noch gar nicht angegangen seid, alle vorherigen Tage habe ich auch schon Videos verarbeitet, da schaut ihr einmal in die Infobox rein, da habe ich das verlinkt, könnt ihr gerne durchgucken und dann seid ihr vielleicht hier wieder auf dem Stand, denn ihr müsst das Ganze chronologisch machen. Das 12. Rätsel könnt ihr erstmal, wenn ihr das 11. gemacht habt, das 11. könnt ihr erstmal, wenn ihr das 10. gemacht habt und so weiter. Gut, genug des Vorgeplänkels, schauen wir einmal in den Guide rein. Dann schauen wir uns das Rätsel von Tag 12 an und dazu sind wir wieder im altbekannten Gasthaus. Wir sind einmal im gerösteten Geißbock hier in Waldracken und ja, der Bobby hat wieder eine Aufgabe für uns. Wir können hier eine Quest annehmen und jetzt müssen wir mit jemandem sprechen und zwar in Waldracken und ich würde sagen, da flattern wir jetzt einmal hin. So, jetzt sind wir zu Claudia geflogen, also hier unten in Waldracken mit den Koordinaten 26, 54. Und die gibt jetzt uns einen Zettel mit tollen Sehenswürdigkeiten in Waldracken. Und den können wir uns als nächstes einmal angucken. Und hier sind verschiedene Koordinaten drauf, die wir einmal abklappern müssen. So, dann schauen wir uns mal die Punkte an, wo wir hin müssen. Und zwar sind es insgesamt 6 Stück, die wir rausfinden müssen. Und ich werde euch hier gleich immer die Endpunkte zeigen, also wo ihr quasi es looten könnt. Bevor wir das aber machen, kleiner Einschub. Ich habe das gestern Abend quasi schon erledigt. Und ich hatte da aber ein paar Bugprobleme. Viele andere, die bei mir noch im Stream unterwegs waren, auch. Heißt, es kann sein, dass es bei euch auch ein bisschen rumbuggt. Was war bei mir der Fall? Ich habe das erste Teil angeklickt. Also diesen ersten Zettel, hier seht ihr den gerade, und habe direkt die Quest gekriegt fürs Beenden. Und dann konnte ich leider die letzten Zettel nicht mehr anklicken, ne, weil ich dann quasi schon fertig war. Das war jetzt hier leicht verbuggt. Jetzt würde ich sagen, schauen wir uns die aber dennoch an. Ich zeige euch die ganzen Spots. Und dann würde ich sagen, fangen wir mit dem ersten an, den ich eben gerade auch in der Aufnahme hatte. Und zwar sind wir jetzt einmal hier in Waldracken vorm Auktionshausgebäude, ne? Und hier drin auf den Koordinaten 44, 60 ist das erste Teil. Also wir gehen jetzt ins Auktionshaus rein und hier haben wir das Ding dran. Aber ihr seht bei mir, ich kann es halt nicht anklicken. Was ihr am besten benutzt, ist die Götze. Die führt euch nämlich hin, seht ihr? Also die führt mich nämlich tatsächlich auch noch hin, aber kann man quasi nicht mehr interagieren mit. Dann schauen wir uns das zweite Teil an. Und zwar setzen wir wieder die Götze auf. Diesmal sind wir hier oben bei den Koordinaten 74, 57. Und dort haben wir das in dem kleinen Gebäude drin. Und da liegt das Ganze hier wieder an der Seite. Hier ist der Plan. Bei euch sollte es hoffentlich funktionieren, dass ihr einmal mit interagieren könnt. Dann schauen wir uns den dritten Spot an. Und zwar sind wir jetzt hier oben. Und dann haben wir hier in dem Gebäude das dritte. Und zwar auf den Koordinaten 52, 28. Da gehen wir jetzt einmal rein. Die Götze sagt uns, wo wir hin müssen. Und zwar, seht ihr, hier haben wir den Zettel liegen. Das vierte Teil liegt dann nur ein paar Meter weiter. Und zwar sind wir jetzt hier auf den Koordinaten 37, 36. Und jetzt müssen wir hier in das Gebäude hier einmal rein. Und dort zeigt uns die Götze das Ding hier quasi gleich am Eingang ein. Also, wenn ihr quasi reingeht, gleich nach rechts rein. Dann schauen wir uns das fünfte an und zwar sind wir jetzt hier relativ weit unten beim Handwerkermarkt auf den Koordinaten 31, 70 und hier müssen wir jetzt um ein paar Zelte rumlaufen und zwar einmal hier hinten rum
Und dann müsste das hier irgendwo zwischen den Kisten liegen. Jetzt machen wir auch wieder die Götze einmal an. Und Götze habe ich gesagt. Und da seht ihr, hier auf der Kiste liegt es quasi drauf. Dann für sechste und letzte müssen wir wieder zurück ins Gasthaus. Und zwar zum gerösteten Geißbock. Der Eingang ist hier bei 4848. Und da laufen wir jetzt einmal rein. Und dann müssen wir hinten durch. Hier haben wir jetzt so eine Statue. Seltsame Statue. Und da geben wir jetzt Slash und dann Verbeugen ein. Und wenn wir das machen, dann werden wir in einen geheimen Raum geportet. Und auch hier können wir wieder die Götze einsetzen. Und jetzt laufen wir einfach der Götze nach. Und ihr seht, die bringt uns irgendwo hier hinter. Und da haben wir den sechsten und letzten Zettel. Und sobald ihr diesen Zettel lootet, müsstet ihr, so wie ich, hier am Anfang auch diese Quest kriegen. Ein vollständiges Inventar. Und diese Quest können wir dann einfach abgeben. Und da zeige ich euch jetzt mal, wo ihr das abgeben könnt. Dann sind wir jetzt bei dem NPC und zwar ist der hier unten auf den Koordinaten 26, 54. Das ist die Goblin-Dame, wo ihr am Anfang die Quest abgeben musstet und quasi diese Hinweise kriegt. Und da könnt ihr es abgeben und dann habt ihr einmal den letzten Hinweis quasi gefunden und damit auch unter Verdacht quasi abgeschlossen. Die merkwürdige Kugel wird hier komischerweise ausgelassen, aber ich vermute mal, die kommt in den nächsten Tagen wieder. Kleine Randinformation noch, bei einigen Leuten hat das wie bei mir auch gebuggt, also es kann sein, wenn ihr einen von den Hinweisen anklickt, dass ihr direkt das Ding abgeschlossen habt. Ich habe von manchen gehört, die haben quasi die Quest hier abgegeben, die erste, und haben direkt die zweite Quest bekommen zum Abschließen. Bei manchen buggen alle Hinweise und die können gar nicht weitermachen, also da scheint irgendwas noch im Argen zu sein. Ich drücke euch mal die Daumen, dass das bei euch funktioniert. Und damit sind wir auch durch mit dem kleinen Guide-Video. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Chilla. Bis zum nächsten Mal. Ciao.